stammen, die schon bei den Kreuzzügen tätig waren und in der Schlacht von Tannenberg und als Piraten im Indischen Ozean herumfuhren. Und Buddhisten waren sie auch schon seit endlosen Zeiten. Nichts davon ist wahr. Richtig nichts. Nichts. Der Großvater, Pirat im Indischen Ozean, der Ossendowski, war 16 Jahre lang Direktor einer Textilfabrik in Estland. Harmlos lebte er auf seiner Insel und hatte nicht geahnt, dass er ein Pirat sein könne im Indischen Ozean. Also es stimmt einfach nichts. Die Frage ist nur, wie ich die schon mal gestellt habe, stellen Sie nochmal, wer hat das erfunden? Ossendowski oder Roman Ungern? Und ich weiß es nicht. Also ich halte es auch glatt für möglich, dass Roman Ungern, und da hätte er allerdings ziemlich viel grimmigen Humor gehabt, wie er eine freihändige Mythologie selbst erfunden hat. Aber vielleicht auch Ossendowski. Das ist, jedenfalls, die wird seitdem abgeschrieben und abgeschrieben und abgeschrieben. Und Ossendowski ist auch derjenige, da bin ich nicht ganz der Meinung mit meinem verehrten Nachbarn Andrew Sipiewicz, also auch der esoterische Teil von Roman Ungern, die Hinneigung zum Buddhismus, ist für mich bisher wenig belegt authentisch und sehr viel Ossendowski. Also ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, Roman Ungern hatte schon ein Empfinden für die Mongolei und die Mongolen und hat diese Tradition gekannt, auch respektiert, auch wiederum benutzt. Aber wie viel er davon selbst geglaubt hat und wie buddhistisch er gewesen ist, ist mir sehr, sehr zweifelhaft.